Meine Freunde, es ist an der Zeit, auf der Noreir befreien, weil es ist nämlich tatsächlich nicht meine Stadt, aber es ist mir egal, es geht ums Prinzip. Oder, warte mal kurz. Nee, warte mal, stopp. Mal kurz, wann bist du? Jetzt hat... Angriff. Wollt doch warten, bis die Nacht vorbei ist, weil ich habe keinen Bock auf Nachtschlachten. Ich finde Nachtschlachten so unnötig. Die sind so ätzend. Also, ach. Das ist Dunkelheit und Scheißdreck. Aber Tagschlacht mag ich. Und es wird eine gewaltige Schlacht. Fast 3000 Soldaten werden hier auf beiden Seiten kämpfen. Nee, warte mal, es sind über 3000 Soldaten. Boah. Das wird eine richtig fette Schlacht. Leute, wir wollen noch so viel machen. Ich möchte meinen Handeln hochpushen. Ich möchte ein Zweihandschwert so richtig hochballern. Und ich habe mich ja dafür entschieden, dass wir auch in der Zwischenzeit ein paar Germanen mit in unsere Armee reinnehmen. Haben die wenigstens auch weiße Schilde jetzt? Mal kurz angucken, da die Germanen da. Nee, für die gilt das nicht, oder was? Digga, ihr kämpft unter meinem Banner, Alter. Ach, scheiß drauf. Ich wollte ihn töten zur Strafe, dass er nicht meine Farben trägt, aber... Irgendwie habe ich es nicht geschafft. Ja, lasst euch nicht stören hier, ne? Lasst euch nicht stören hier. Bam, Alter. Wie der runtergeflogen ist von seinem Gaul. Das ist ein Hechtsprung gemacht, wie ich damals vom Dreier, Alter. Ihm macht das hässliche Banner weg, Alter. Was bist du für ein Clown? So was Hässliches habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Das! Danke. Chuck. Ich versuche mal, mein Pferd hier weniger einzusetzen heute. Ausnahmsweise. Ich werde es einsetzen, aber weniger. Nutze jetzt vorzugsweise meinen Speer. Ich frage mich echt, was für eine Muskulatur wir haben in der Zwischenzeit. Wie schnell wir zustechen können. Schau ich das mal an? Das ist krank, Alter. Das ist absolut weltfremd, diese Stechgeschwindigkeit. Wir müssen Muskeln haben wie eine Maschine. Habe ich doch mein Pferd ein paar Mal eingesetzt. Das tut mir echt leid. Also das wollte ich gar nicht so. Ein paar Leuten in den Rücken schießen. Warum mache ich denen so wenig Schaden? Au. Hey. Oh, das war meiner. Ja, das kommt davon, weil ihr die falschen Kleidung anhabt, Alter. Ich habe euch gesagt, zieht was Weißes an. Was fallen die alle von den Pferden so runter? Heute das erste Mal reiten? Pff, was ein Dummkopf, Alter. Oh, Mann. So, da schießen wir das Pferd auf. Excuse me? Wohin wirft denn der? Zum Mond, oder? Boah, der war nice. Dum da dum da da dum da da. Und? Stech ihn ab. Und den stech ich mal auch ab. Und den scheinbar nicht. Boah, das war nur das Pferd? Hey, Digga. Mein letzter Pfeil geht nicht drauf. Digga, du hast eine Lanze im Pferd stecken. Okay, Verluste 130 zu 210. Das wird noch eine Weile weitergehen. So. Aber irgendwie, warte mal, ich habe bestimmt eine Sache ist mir aufgefallen. Wir haben keine Verstärkung mehr so wirklich bekommen aktuell, ne? Oder kriegen wir Verstärkung? Die haben getötet 150. Nee, aktuell haben wir keine Verstärkung bekommen. Mal gucken.
ist mir schon öfter aufgehört, dass wir jetzt irgendwie nicht wirklich Verstärkung bekommen. Boah, das schaut schon cool aus hier, Arschloch. Boah, stell ich das mal vor mit 10.000 Einheiten. Warum haben die so viele Banner und wir nicht? Ernst gemeinte Frage. Ah, okay. Die haben Nachschub bekommen. Die haben gerade Nachschub bekommen. Für meinen Trupp sind auch noch nicht so viele drinne. Aber die, die drinne sind, die Hälfte ist schon verwundet abgetaucht. Tu mal ein bisschen mit einstechen hier. Du denn, verpiss dich. Wahrscheinlich versuchen sie zu flankieren, sehr nice. Schlecht. Wie sie alle da hinten warten. Was ist denn mit euch los? Ihr seid Kavallerie. Ihr wart Kavallerie. Jetzt seid ihr tot. Ich habe keinen Bock mehr auf Pferd, ne? Ich glaube, ich werde mir auch jetzt dann irgendwann ein schlechtes Zweihandschwert craften und dann irgendwie mit benutzen oder so. Keine Ahnung. Ich will mit dem Zweihandschwert hier durch die feindlichen Linien schnetzeln. So, unsere Verluste explodieren leider so ein bisschen aktuell. Das finde ich nicht gut. Verstärkung ist allerdings eingetroffen. Die kommt da hinten. Es kann nicht sein, dass ich ohne mich schon wieder die Schlacht ins Gegenteil ausgehen würde. Doch Blödsinn sowas. Ich denke mal, das ist trotzdem auch wichtig, dass wir die Schlacht gewinnen. Das ist so ein bisschen ihr letztes Aufgebot, glaube ich. Vor allem, da wir jetzt dann auch nochmal einen Clan abgeworben hatten schon. Was? Digga, der ist durch mich durchgeritten, Alter. Ach komm, scheiß drauf jetzt. Ihr wollt mich doch gerade alle verarschen. Also Lanze anlegen ist tatsächlich Trash hier. Jetzt hat 2000 Schaden. Oh, scheiße. Oh, den kriegen wir. Aber das Zustechen ist effizienter. So, wir haben 320 verloren, die haben 375 verloren. Und wenn ich nicht 87 getötet hätte, wären die Verluste sogar gegen uns. Kann nicht sein, dass es immer an mir hängt dann am Ende. Ja, als ob ich den nicht getroffen habe. Kurz mit der Kavallerie hier anlegen. Der reitet mir viel zu viel rum von denen. Da hinten kommt unsere nächste Verstärkungswelle. Und da sind dieses Mal viel mehr Barbaren dabei. Ich denn wieder nicht weiß, wer, wo, was, wann. Oh Gott, das ist hier Chaos. Aber so ist ein Krieg. So ist die Schlacht. Meine Güte, da ist halt Chaos in so einer Situation. Da weißt du halt nicht, wer zu wem gehört. Ich glaube, die gehören zu mir, oder? Ne, der gehört auch zu uns. Okay, weißt du was? Es tut mir wirklich sehr leid. Wir machen es wirklich nur ganz leicht an. So 0,10. Ja, ganz. So ist okay, damit kann ich noch halbwegs leben. Damit erkenne ich zumindest ganz leicht, ob die zu mir gehören oder nicht. Oh. Schau dich mal an, wie fleißig die sind hier mit dem Schießen. Digga, schön, auch in Reihe und Glied und so.
Was eine Schande, die alle zu töten. Warte, hü. Schau mal, wie die ihre Bogenschützen verteidigen. Das macht die echt gut. Einzige Vorteil ist, wenn ich ein Langschwert habe, seid ihr nicht mehr die Ersten, die sterben, sondern schnetze ich durch eure Infanterielinien. Glaube ich. Rein mit dem Speer. Also beide Seiten gehen bis ans Äußere. Verstärkung kommt wieder auf Seite der Verteidiger. Verluste sind 500 zu... Ja, es ist ausgeglichen fast. Wir haben 400, die haben 500. Ja gut, ausgeglichen nicht, aber... Was ist jetzt eure Mission? Hä? Also nur fürs Protokoll, ne? Wir kämpfen da drüben eigentlich. Wollen die mich von hinten beschießen jetzt, oder was? Eine Tatsache? Eine dumme Entscheidung. Wann kriegen wir nochmal Verstärkung? ...46 Schaden angeblich. Mhm. Ich hätte gerne Verstärkung. Ja, jetzt habt ihr Probleme mit unseren Soldaten. Weil ihr euch falsch... ...bewegt habt. Oh, 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 oh. Walla Krise. Und tatsächlich ein bisschen aufpassen langsam. Mein Pferd ist tot und ihr wisst ja, ohne Pferd ist gleich Feierabend. Wie Bogenschützen die haben, Alter. Das ist ja nicht mehr normal. Au. Au, 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 au. Irgendwie diese scheiß Kavallerieangriffe gehen mir auf den Sack. Das würde ich mir eigentlich noch wünschen, kommt mir jetzt auch gerade. Das, was ich mir noch wünschen würde, wäre so ein Feature, dass man bestimmte Einheiten nur in der Taverne verkaufen kann. Also die von den Gefangenen. Denn. Oh, schlecht. Schlecht. Tot. Ich sag mal, Pferde töten ist halt auch eine gute und legale Taktik. Ziehen wir uns gerade zurück? Ja. Digga, der hat mich gejagt. Krabbe jagen hier oder was? Jetzt nicht mehr. Ob ich eventuell gezielt auf Pferde gehe? Vielleicht. Kann ich die so runterhauen? Geht das? Also ich lege mir gerade alleine mit der gesamten Kavallerie an hier, ne? Und die ignorieren mich dann auch noch. Digga, das ist der ultimative Disrespect. Ja, selber schuld, ja. Er ist zum Pferd gefallen und dann tot getrampelt. Hartes Schicksal. Die lassen sich von mir einkreisen, oh Gott. Au. Also sowohl Pferde als auch Krabbe sind kurz vorm Tod. Au. Jetzt fehlt wirklich nicht mehr viel. Als ob der nicht tot ist? Oh Gott.
Boah. Wenn mich jetzt irgendeiner ungünstig erwischt, bin ich tot. Verluste bei uns sind bei 520 zu 640. Oh Gott, was mache ich denn hier? Wo ist meine Armee? Oh, leckt's mir am Arsch, Alter. Oh, leckt's mir. Jetzt habe ich ein Problem. Du heilige Grützwurst. Muss hier weg. Digga, wie viele Bogenschützen die haben. Alter. Alter. Au. Oh. Scheiße. Ich kämpfe wahrlich mit den letzten Fußnägeln. Kann ich nicht einfach einen Pfeil aus meinem Schild rausnehmen? Beide Seiten haben sich jetzt jedenfalls nochmal gesammelt. Bereiten jetzt hier nochmal gesammelte Offensiven vor. Gott, ich bin blutdurchnässt. Männer, wir haben ein Problem. Mir geht's scheiße. Aber ich finde es schön, dass wir nochmal gestaffelt angreifen. Wir haben zwar fast keine Bogenschützen. Ich trab in gleicher Geschwindigkeit mit. Oder? Die waren etwas schneller, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Jetzt bin ich zu schnell. Also Schrittgeschwindigkeit traben gibt's nicht, oder was? Bin ich wieder ein bisschen langsamer. Da sind sie. Schaut euch diese gammeligen Bogenschützen an, Alter. 113 Bogenschützen, er wollte mich verarschen, oder was? Wollen sie mich verarschen? Da geht's schon los. Pass auf, die töten mich jetzt. Ihr Vollidioten, Alter. Eure scheiß Schilde hoch. Okay. Ich nehme jetzt nicht die Kontrolle einer meiner Teammates. Wir schauen uns das jetzt mal von oben ein bisschen an. Schön in drei Linien unterteilt. Linke Front, mittlere Front, rechte Front. Also linke Flanke, rechte Flanke. Linke Flanke sind wir überlegen. Die Bogenschützen hinten sind halt nervig. Aber linke Flanke push mal gut. Auch rechte Flanke sieht gut aus. Zentrum ist umkämpft. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Aber wir haben trotzdem ein paar Probleme aktuell. Aber wir hatten mehr Truppen. Wir schaffen es aber nicht, hier irgendwo mal zurückzudrängen. Ah, doch, linke Flanke drängt man sie zurück. Die Bogenschützen machen jetzt Sachen. Gehen jetzt irgendwie mit in den Kampf rein oder so. Keine Ahnung. Haben unser Zentrum ein bisschen durchwühlt. 800 zu 750. Eieieiei. Wir ziehen uns wieder zurück. Der Feind zieht sich wieder zurück. Wir sammeln uns dieses Mal da unten irgendwie. Da hinten gibt es ein Cavalry Battle. Ich würde einfach F1, F3 machen, ne? Oh. Das ist ein Problem, ja. Ich kann trotzdem anführen. Total lustig finde. Vielleicht kriege ich die jetzt da unten raus, müssen wir mal gucken. Ne,
Das sieht mir nicht so aus. Scheiße, wenn knapp 100 Leute festhängen, das ist nicht gut. Hat der sich gerade erst einer von uns? Und Feuer. Naja, da vermisse ich doch gerade meinen Speer wieder. Au. Machen ja überhaupt keinen Schaden, Alter. Auf geht's. Vielleicht können wir sie überrumpeln. Oh ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir machen gerade die Bodenschützen alle kalt. Wo sind denn die feindlichen Truppen? Da kommen sie. Yo, Alter. Aber gut, wir töten die Bogenschützen. Völlig zu Recht. Habe ich eh nie gemocht. Ah, scheiße. Warte. Ist ja fast auf meinen eigenen Mann gegangen. Och Mann. Kann die überhaupt nicht leiden. 7,7. Danke. Das sind sogar Römer dabei, oder was? Was ist er denn für einen Volksverräter? Hopp. Wer will noch? Episch hier im Einzelkampf hier bin mit der halben Armee. Oh, ich fühle mich gerade richtig episch, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle mich alleine dem Feind entgegen. What? Jetzt meinen sie es aber ernst hier. Hab das Gefühl, für ihn ist es gleich vorbei. Ah, es kommt nochmal Unterstützung. Kavallerie ist zur Unterstützung geeilt. Schlecht. Lass sie nicht aufhalten. Deine Freunde haben dich im Stich gelassen. Der eine ist wieder gekehrt. Der wird es aber auch gleich nicht mehr machen. Okay. Verteidiger kriegen Unterstützung, Angreifer kriegen Unterstützung. Verluste. Wir haben wieder mehr getötet. Also es sieht jetzt gerade sehr gut aus. Diese brutale Angriffstaktik scheint zu funktionieren irgendwie. Ziehen sich zurück. Wir haben den heldenhaften Kampf mit unserem Mann hier überlebt. Boah, was eine scheiß Schlacht, Alter. Oh Gott. Das muss so aufhören, Mann. Dieses. Okay. Ja gut. Wir müssen jetzt auch leider wieder alles mitnehmen, was wir plündern können. Wir haben leider zu hohe Ausgaben gehabt. So, Armee darf aufgelöst werden. Händler, Händler an der Wand. Oh, scheiße. Ja, komm. Soll da glücklich mit werden. Außerdem handeln wir auch wieder. Ne, warte mal, stopp. Kurz gucken. Also grün heißt, dass wir viel bekommen. Ja, fürs meiste kriegen wir nicht so viel. Ja, wobei. Sachen haben sie schon rentiert. Ja.
Wir haben so viel verkauft, das ist sehr nice. Werkstattproduktion. Das hätte ich mal vorher gebraucht. Minus 20% Preismalus beim Verkauf von Nahrungsgegenständen. Produktionsrate von Getreide. Tauschhandelsmalus für Gegenstände. Baugeschwindigkeit. Okay. Was war der andere Punkt noch in dem Handelsthread? Handelsmalusreduktion minus 50%. Gut. Ja, dann werden wir jetzt hier einfach mal ein wenig warten. Und dann natürlich nebenbei gucken. Wir rekrutieren natürlich jetzt auch Leute. Ja. Ein Großteil der Leute ist natürlich jetzt auch schon geflohen. Und ich an der Stelle sagen, wir reden jetzt nochmal kurz mit jemandem, falls noch jemand da ist. Oder ne, die sind noch alle da. Einer Stadt kann man nicht mit denen reden, ne? Gut, Freunde, ich würde sagen, ich bin raus für heute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.